hoch noch hinüber wollte, sehen wir es vielleicht gleich nochmal. Und entsprechend war dann einfach die Lücke zu, denn Mike Beckhusen hat ja wirklich einen sehr, sehr guten Start gehabt. Viel Gedrängel und dann war da eine Lücke und ja, in dem Fall war es dann eben dann keine Lücke mehr, zumindest keine Lücke, in der zwei Autos Platz gehabt hatten und somit ist dann Tim Zimmermann vehement nach rechts abgebogen und das Tohuwabohu ging dann übrigens auch weiter in Turn 1 hinein und somit ein wild durcheinander gewürfeltes Feld mit dem ja, besten Ende im Moment nach dieser ersten sehr turbulenten Runde für Benjamin Leuchter im Racing One Golf GTI. Aber nochmal sei es gesagt, das Allerwichtigste ist, trotz sehr heftigem Einschlag in die Mauer direkt hier unterhalb.